Wow, das ist so beeindruckend, Ben. Die Kinder sind aber nicht so beeindruckt. Vielleicht kann Tom dir helfen. Ben möchte die Kinder beeindrucken. Kannst du ihm helfen? Ben ist ein Clown. Der Wahnsinn. Ihr wollt mehr Kinder? Wie wäre es, wenn wir den Kindern etwas über Formen beibringen? Lasst uns ein Spiel spielen. Ihr müsst etwas malen, das die Form hat, die Ben euch zeigt. Das ist rund. Ben, der Clown, wird es zum Leben erwecken. Lasst uns spielen. Ein Quadrat. Ein Lego-Würfel. Gut gemacht. Was hat die Form von einem Herz, Kinder? Ein Herzballon. Gut gemacht. Oh, er fliegt davon. Wollt ihr mehr? Ein Dreieck. Barry, willst du es mal versuchen? Hat diese Pizza die Form eines Dreiecks? Schauen wir mal, was wir da machen können. Dreieckige Pizzastücke. Lecker. Noch ein bisschen mehr, Ben. Nur ein bisschen. Die Kinder wollen Ben einen Kreis zeigen. Danke, Tom. Du bist ein klasse Erfinder. Hey, Tom, machst du einen großen Frühjahrsputz? Also das ist eine ganz besondere Art zu putzen. Oh. Hey, Gary. Oh, du siehst bedrückt aus. Du hast bei der Arbeit etwas Schreckliches gesehen? Der Wind hat den Müll im ganzen Kanal verteilt? Auch in den Straßen? Nun, denkst du, du kannst unserem Freund helfen, Tom?
Mhm. Mabasa. Super. Lass uns deine spezielle Maschine benutzen. Mhm. Staubsauger. Großartig. Gehen wir nach draußen und schauen wir, ob es funktioniert. Probieren wir den Supersauger gleich mal. Super. Schau dir den Müllberg an. Er ist ganz und gar weg. What the? Wow. Du hast dich wieder mal selbst übertroffen, Tom. Was denkst du, Gary? Ich glaube, Tom würde gerne was sagen. Gary! Gary, du solltest wirklich langsamer machen, findest du? Nun, ich muss zugeben, das ist ziemlich effektiv. Gary, das war kein Müll. Bist du okay, Tom? Oh! Gary, du solltest wirklich auf Tom hören. Bitte hör auf mit dem Superstaubsauger. Jungs! Komm schon, Gary. Du musst den Supersauger abschalten. Vorsichtig, Jungs. Oh nein, was für eine Katastrophe. Was sollen wir machen? Tom, kannst du eine Lösung finden, wie wir den Supersauger aufhalten? Hey, tötest du. Gut, na dann, schauen wir mal, was du diesmal im Petto hast. Schaumstoffballpistole? Aber was hast du mit dieser neuen Erfindung vor, Tom? Ich verstehe es auch nicht, Gary. What the? Ah, jetzt verstehe ich. Du willst mit der Schaumstoffballpistole das Loch des Supersaugers verstopfen. Das ist sehr clever, Tom, aber du musst dich beeilen. Okay, Konzentration. Dieser Supersauger spielt verrückt. Oh nein, so knapp. Versuch's nochmal, aber vorsichtig. Volltreffer. Was für eine Erleichterung, richtig, Gary? Oh. Gary sieht nicht so glücklich aus wie ihr. Was für eine Sauerei in ihrem Süßwarenladen. Ist das deine Strafe dafür, dass du so gierig warst, Gary? Wenigstens hast du deine Lektion gelernt, richtig? Also, sei wieder fröhlich. Ende gut, alles gut. Hi, Tom. Wow. Sieht aus, als wärst du ein sehr begabter Fußballer. Es gibt aber auch keinen Torhüter, der dich vom Gewinn abhält. Hey Ben, bist du schlecht drauf? Was ist los? Oh, okay. Tom sieht sich das mal an. Also gut, schauen wir mal. Ben ist gegen Jerry auf der Rennstrecke ein Rennen gefahren. Aber er hat verloren, schon wieder. Jedes Mal, wenn er gegen Jerry antritt, verliert er. Und dann ist Ben sehr frustriert. Kannst du da was machen, Tom? Hm. Wie kannst du Ben helfen, Jerry beim Rennen zu schlagen? Was hat er da? Gute Idee, Tom. Ben,
Er kann dir helfen. Benutz deine Spezialmaschine, Tom. Sind das Rennreifen, Ben? Die schauen so cool aus. Wow, sie passen perfekt. Du solltest sie draußen ausprobieren. Okay, Ben, eins noch. Bevor du deine Runde startest, denk daran, sei immer vorsichtig. Diese Reifen wurden noch nie getestet. Okay? Schau, Ben, Jerry ist da drüben. Zeig ihm, was du drauf hast. Nun, Jerry, das hast du nicht erwartet, was? Wow, das ist unglaublich, Ben. Mach weiter. Du hast Jerry abgehängt. Danke. Yeah. Was ist das für ein komisches Geräusch, Ben? Pass auf, irgendetwas stimmt nicht. Komm schon, Ben. Du musst anhalten. Du fährst ein bisschen zu schnell. Meinst du nicht? Du kannst nicht anhalten? Tom, Ben braucht deine Hilfe. Ben kann nicht anhalten. Die Räder haben die Kontrolle übernommen. Tom, du musst schnell was unternehmen. Pass auf! Ben kommt direkt auf dich zu. Du musst auf die Seite gehen, Tom. Schnell! Bens Räder haben viel zu viel Power. Okay, Tom, schauen wir mal, was du machen kannst. Klebepistole, das ist so cool. Leg sie an, Tom. Sei bereit. Ben kommt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, du hast ihn erwischt. Super gemacht. Keine Sorge, Ben. Du hast ruckzuck deine alten Reifen wieder. Hey. Glücklich, dass du deine alten Reifen wieder hast, Ben. Sei nicht traurig, Ben. Wenigstens hast du jetzt deine Räder unter Kontrolle. Wow. Ha, sieht aus, als bräuchte Jerry jemandes Hilfe, um diesen Baumstamm wegzuräumen. Gut gemacht, Ben. Und danke. Siehst du, du bist vielleicht nicht so schnell wie Jerry, aber dafür bist du viel stärker. Jerry, zumindest hast du deine Lektion gelernt. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Zeit mit Freunden zu verbringen. Hi, Leute. Hey. Du suchst nach einer Möglichkeit, Süßigkeiten bei deiner Weihnachtsfeier auszuteilen, Carrie? Tom kann sicherlich was erfinden.
Eine riesige Süßigkeitenmaschine. Kommt schon, Leute. Probieren wir sie aus. Willst du es versuchen, Walter? Klasse Arbeit, Tom. Diese Süßigkeitenmaschine ist unglaublich. Irgendetwas stimmt nicht. Tom, unternimm etwas. Die Kinder achten nicht mehr darauf, wo sie hinfahren. Versuch die Kinder etwas zurückzuholen, Carrie. Versuchst du es mit einer weiteren Erfindung, Tom? Tom hat diese Pistole erfunden. Bleibt stehen, Kinder, und schaut euch das an. Ups, vorbei. Pass auf, Jerry. Gut gemacht, Tom. Die Süßigkeitenmaschine ist leer. Du kannst aufhören zu feuern. Es gibt ein spaßiges Event an der Rennstrecke, das dich vielleicht interessiert. Willst du hin? Auf die Plätze. Fertig. Los! Jerry ist zu schnell, Tom. Aber es ist immer noch eine gute Übung. Danke, dass du den Tag mit deinen Erfindungen gerettet hast. Du siehst bereit für Halloween aus, Tom. Jerry, willst du bei dem Spaß auch dabei sein? Tom, kannst du ein gruseliges Kostüm machen? Thank you.
Jerry, der freundliche Geist. So ein tolles Kostüm. Schaut euch die tolle Halloween-Stimmung an. Jerry schwebt. Was für ein realistisches Geisterkostüm. Kein Grund, Angst zu haben. Es ist nur ein Kostüm. Wie konnte Jerry durch diese Wand fliegen? Es sieht so aus, als wäre Jerry ein nicht so freundlicher Geist. Oh nein! Was machst du mit ihren Süßigkeiten, Jerry? Jerry hat sie durch Steine ersetzt. Er muss aufgehalten werden. Folge der Spur aus Geleebohnen, Tom. Kinder, passt auf! Der Geist ruiniert Halloween. Oh nein, die Attraktion ist außer Kontrolle. Tom, du musst das Riesenrad anhalten. Car City braucht deine Hilfe, Tom. Beeilung, Jerry haut mit den ganzen Halloween-Süßigkeiten ab. Du schaffst das, Tom. Jerry ist wieder er selbst. Klasse Schuss! Großartiges Teamwork, Tom und Jerry. Wie willst du diese ganzen gestohlenen Süßigkeiten zurückgeben? Wo sind Tom und Jerry? Hey, hey, hey. Halloween ist gerettet. Danke, Tom. Hast du Spaß, Tom? Hast du keinen, der mit dir spielt? Hast du eine Idee, wie du Ben helfen kannst? Eine Hypnosemaschine, um Ben zu helfen? Bringt sie dazu, dass sie spielen wollen? Oh,
Das ist so aufregend. Ben? Jerry will auch mit dir spielen. Endlich hat Ben Freunde, mit denen er spielen kann. Oh oh, Walter sieht richtig wütend aus. Pass auf, Carrie! Ben, Walter will mit dir spielen. Ben, beide, Jerry und Walter, wollen mit dir spielen. Ben, hast du genug vom Spielen? Zeit, die Maschine abzuschalten, Tom. Oh nein, Walter und Jerry sind immer noch hypnotisiert. Zeit für eine weitere Erfindung, Tom. Des Bohrers hebt die Hypnose auf. Es funktioniert. Er ist nicht mehr hypnotisiert. Da sind sie. Oh nein, die Schaukel schwingt zurück. Willkommen zurück, Walter. Du kannst rauskommen, Ben. Wow, Ben. Du spielst nicht mehr alleine. Man braucht keine Hypnose, um echte Freunde zu finden.